alter Feind ist wieder aufgetaucht. Ein Spion hat die Angriffe auf unsere Sternzerstörer mit Projekt Starhawk der Neuen Republik erklärt. Die Gemeinsamkeit ist Lyndon James. Sie kannten ihn besser als jeder andere, Captain Carroll. Wäre das wahr, dann hätte ich ihn zerstört, und zwar vor der Sache bei Foster Haven. Das ist Ihre zweite Chance. Die Rebellen sind untergetaucht. Mit der Titanstaffel spüren Sie diesen Starhawk auf und eliminieren ihn. Sicher, Admiral Sloan. Aber mit Verlaub. Es gibt ja jemand Bestimmtes, den ich gern anfordern würde. Gray, bitte melden. Stimmt es, dass wir einen Neuzugang bekommen? Bestätigt so. Captain Carroll bringt wen für die Jagd auf? Den Dreck, der unsere Schiffe stiehlt? Gut, je mehr, desto besser. Ganz ruhig, One-Rack. Du weißt noch, wann du das letzte Mal ausgerastet bist. Als ich eine ganze Rebellenstaffel erledigt habe, um dir den Hals zu retten. Konzentration. Shen hat recht, behalte es für dich, Sol. Und One-Rack, spar dir etwas für den Feind auf. Overseer und Titan, beendet die Inspektion. Euer Neuzugang ist eingetroffen. Du bist also unser Neuzugang. Willkommen in der Titanstaffel. Ich bin Vako Gray, Staffelanführer. Sie erwarten dich schon im Besprechungsraum. Mach mal einen guten Eindruck. Willkommen zu Hause, Pilot. Fühlt sich an, als wären wir eine Ewigkeit nicht mehr in Foster Haven gewesen, oder? Ein Idiot verrät seine Staffel und schon müssen loyale Officer wie wir voller Schande versetzt werden. Hab gehört, dass sie dich in den Outer Rim geschickt haben. Ich darf im Merrim-Sektor Treibstofflieferungen vor Schurken und Piraten beschützen. So ein Posten war früher das Ende einer Karriere. Vor Endor. Bevor Lyndon Javes wieder aufgetaucht ist. Du hast es sicher gehört. Admiral Sloan hat mir befohlen, den Verräter zu finden und dieses Projekt Starhawk zu beenden. Ich fand es passend, dass du mir hilfst, Lyndon auszuschalten. Dein Imperium braucht dich, Pilot. Bist du bereit? Gut. Erstmal wirst du als Titan 3 fliegen. An die Arbeit. Einer unserer Spione, Agent Thorn, hat wichtige Informationen über Projekt Starhawk gesammelt. Du sollst sie von einem orbitalen Außenposten über Hosnium Prime abholen. Deine Aufgabe ist es, den Außenposten für unser Exfiltrationsteam an Bord der Gladius zu sichern. Hinter feindlichen Linien gilt es, präzise und schnell vorzugehen. Wir können uns keine Fehler erlauben, Titan. Du musst zunächst die Perimeterverteidigung ausschalten, um Zugang zu erhalten. Unsere Spione melden auch Raketenplattformen zur Verteidigung von Hosnium Prime. Zerstört sie! Der Außenposten selbst wird mit Turbolaserkanonen von allen Seiten geschützt. Weicht ihnen aus und zerstört auch diese. Wenn das Gebiet gesichert ist, eskortiert ihr die Gladius zum Außenposten, damit unser Exfiltrationsteam Agent Thorn mitnehmen kann. Sobald Thorn in Sicherheit ist, fliegt ihr zu euren Gosanti-Kreuzern und kehrt zur Overseer zurück. Beschützt unseren Spion um jeden Preis. Das wäre alles. Ich bin Rella Sol, aber du brauchst dich mir nicht vorzustellen. Ich habe mir deine Akten bereits durchgelesen. Ist schon lange her, dass du an der Front gedient hast. Früher wären einer Mission wie unserer alle nur erdenklichen Ressourcen zur Verfügung gestellt worden. Aber seit Endor laufen die Dinge anders. In nur einer einzigen Schlacht haben wir unseren Imperator verloren und uns in 100 Fraktionen zerstritten. Wenn Imperator Palpatine nur den Imperialen Senat nicht aufgelöst hätte,
Dann hätten Senatoren wie meine Eltern nach Endor wenigstens für Ordnung sorgen können. Aber nein. Ich stelle die Entscheidung des Imperators nicht in Frage, aber jetzt, wo er nicht mehr ist, müssen wir an die Zukunft denken. Gäbe es wieder einen Senat, wären wir intern zumindest weniger zerstritten. Vielleicht können wir später weiterreden. Dringender denn je braucht das Imperium zuverlässige Soldaten wie Agent Thorn. Oder dich. Nur Einheit führt zu Fortschritt. Ich hoffe, dass du Admiral Sloans Vision eines Imperiums teilst. Nach Endor können wir uns keine Spaltung erlauben. Diese Mission ist ein wichtiger Schritt, um die Rebellion zu zerschlagen. Und sie sind nichts als Rebellen. Lass dich von ihrem neuen Namen nicht täuschen. Die neue Republik wird untergehen, genau wie die alte. Und du musst deinen Teil dazu beitragen. Geh zum Hangar. Bereite dein Schiff vor. Neuling. Willkommen in der Titanstaffel. Nenn mich Shen. Und merk dir eins. Der Helm bleibt auf, auch außerhalb des Cockpits. Schon zu viele Bruchlandungen hingelegt. Mir das Genick gebrochen. 5 oder 6 Mal. Die Kybernetik hält mich zusammen. Kämpfen. Stürzen. Wieder aufstehen. Weiter kämpfen. Alles für das Imperium. Ein Rat. Geh rum weg, bloß nicht auf die Nerven. Netter Plausch. Bis zum nächsten Mal. Du bist wohl der Neuzugang. Ich bin Sergeant Whalen, Chefmechaniker und verantwortlich für die Hangar-Crew. Ich selbst sehe den Reiz des Fliegens nicht. Aber ich arbeite schon an TIE-Jägern, seit es sie überhaupt gibt. Dein Jäger ist in guten Händen. Die Overseer hat Kämpfe bei Poth und Jail hinter sich. Aber für diese Mission wurde sie von oben bis unten überarbeitet. Auf Admiral Sloans Befehl hin. Und auf meinen Befehl hin wurde jeder TIE-Jäger in diesem Hangar komplett erneuert und Probe geflogen. Die Hälfte der Nieten habe ich selber festgezogen. Wir sind bereit. Ich gebe zu, ich verstehe nicht, wie du und der Rest von Titan da draußen klarkommen. Keine Schilde, keine Lebenserhaltungssysteme, nur ein Rumpf zwischen euch und dem Weltraum. Es stärkt wohl den Charakter. Hab noch nie einen TIE-Piloten getroffen, der vor einer Herausforderung kneift, ob mit oder ohne Schilde. Ich habe deinen Jäger auf den Stand der neuesten imperialen Richtlinien gebracht. Aber wenn es ein Bauteil oder Ausrüstung gibt, die du gerne hättest, dann sag einfach Bescheid. Ich kümmere mich darum. Dein TIE-Jäger ist startklar. Guten Flug. Bist du der Neuankömmling? Ich bin Havina Vonrek. Titan braucht immer neue Piloten, wenn du gut darin bist, Rebellen kalt zu machen. Wir fliegen mitten in ihr Gebiet, Hosnian Prime. Wir werden diesem Abschaum heimzahlen, was sie uns bei Endor angetan haben. Ich war dabei, als unser Imperator von den Rebellen ermordet wurde. Die Hälfte meines Trupps starb beim Versuch, ihn zu schützen. Captain Carol versteht mich. Sie belehrt mich nicht über notwendige Selbstwehr wie meine anderen Commander. Sie weiß, dass ich nur ein Ziel brauche. Politik überlasse ich den Admirälen. Ich hab's lieber einfach. Schieße stets, um zu vernichten. Wenn du dich mit der Staffel anlegst, legst du dich mit mir an. Aber wenn du deine Arbeit erledigst, halte ich dir den Rücken frei. Bis dann. Der TIE-Jäger, ein Klassiker. Manövrierfähig und flexibel. Kann nicht viel Schaden wegstecken, aber jemandem mit deinem Können sollte das nichts ausmachen. Deine Ausrüstung ist allerdings alles andere als Standard. Aber das sind die Missionen der Titan-Staffel ja auch nicht. Ladedock rollt.
Gute Wahl.
Titan 3. Du hast alle erwischt. Schaffen wir euch zur Landeplattform des Außenpostens. Verstanden, Staffelanführer. Wir sind wieder weg, bevor die Rebellen merken, dass wir da waren. Staffel, feindliche A-Flügler starten von der Station. Lass sie unser Shuttle nicht abfangen. Lass sie nicht das Shuttle abfangen. Ich bin in Position. Sie haben weitere Sternjäger geschickt. Auslöschen können. Die Flucht
Flucht mit Agent Thorn ist Captain Carrolls Strategie. Mit der Zerstörung eines Außenpostens erreichen wir nichts. Weitere Feinde auf dem Weg. Sie kommen vom Planeten. Um im All zu sterben. Schießt sie alle ab. Ich bin bereit. Unverschämter Abhau! Ich hörte dir den Rücken sein. Ich hätte keine Hilfe gebraucht. Schaltet es aus! Sie haben mich im Visier! Ich bin bereit. Die sind hinter dir. Schaltet das aus! Sollte mich wohl bedanken?
Wir werden Sie nicht enttäuschen, Agent Thorn. Titanstaffel, bei Gladio sammeln. Sofort zum Shuttle aufschließen. Wir sind außer Reichweite. Sichert unsere Flucht. Eskortiert uns zum Sprungpunkt. Verstanden, Agent Thorn. Republikanische Korvette. Bewegung, Titan. Gladius, Kurs ändern und Agent Thorn schützen. Titan 3, die Sternjäger ausschalten. Das Shuttle um jeden Preis beschützen. Ich nehme Schaden. Pilotin. Als Captain Carroll sagte, dass sie einen weiteren Piloten mit an Bord holt, wusste ich nicht, was ich erwarten soll. Ich fliege schon ziemlich lange. Wäre nicht das erste Mal, dass Vetternwirtschaft eine Staffel kompromittiert. Aber du bist heute gut geflogen. Die meisten Exfiltrationen von Spionen fordern wesentlich mehr Todesopfer. Wenn das Team Zweifel an deiner Eignung für die Titanstaffel hatte, hast du sie damit aus dem Weg geräumt. Machen wir uns auf den Weg. Captain Carroll wartet. Agent Thorn kannte zwar nicht die Position von Projekt Starhawk, aber ihre Informationen wiesen in die richtige Richtung. Dann machen wir weiter wie geplant. Oh, hallo. Captain, ist das der neue Pilot? Ja, wertvolle Verstärkung für die Staffel, nicht wahr? In der Tat. Gute Arbeit mit Agent Thorn. Du hast vorherige Leistungen um... Oh, Verzeihung. Ich bin mit deiner Akte so vertraut, dass mir entgangen ist, dass wir uns noch gar nicht begegnet sind. Ich bin LT-514, Imperialer Geheimdienst. Gern werde ich deine Leistungen in der kommenden Mission analysieren. Captain Carroll,
Sollen wir diese Besprechung fortsetzen?